So, hallo, das ist jetzt mal meine Belinda, meine Margarine, und ich werde jetzt mal schauen, was da Neues gibt. Und danach werde ich dann auf meine Isabella gehen, im Tank, der sich schon in Aschran sehr bewährt hat. Werde dann auch die PvP-Gebiete durchlaufen. Ja, herzlich willkommen mal bei Azeroth TV. Mein Name ist Gary und ich versuche heute nochmal in Aschran einzulocken, sobald ich dann bei meiner Isabella bin. Aber zuerst mal hier das Wichtigste machen mit meiner Belinda. Ja, wir sind in der Halle der Wächter, wie man schon erkannt hat, sage ich mal. Und ja, dann schauen wir mal. Ich bin hier praktisch mit meinem Zwink unterwegs. Und meine Spürt den Zorn von Kalegos! aufbauen. Ich werde mein Bestes geben, Erzmagier. Ah, da ist kein Bonuswurf dabei, aber nicht so schlimm. So, jetzt macht man das, wofür ich eigentlich immer mit Belinda einlocke. Ich schau mal hier, wo es. Ah, nur Lokfreiheit. Jawohl. Können die auch vorbeischauen. Kann wieder spannend werden. Jetzt suchen wir mal Haustierkampf, denn dafür suche ich hier noch die Marken. Ah, Moment, da haben wir schon was. Ah, das brauche ich nicht unbedingt. So, ich hoffe, der Stream funktioniert, dass ich da hier nicht alles umsonst mache. Hatte nämlich letzte Mal Probleme. Habe ich jetzt mal umgestellt. Ich hoffe, es funktioniert. Na gut. Dann würde ich sagen, wir holen sich mal Ehre. Und oh, das war's. Jetzt noch mal ganz schnell zu Isabella und dann geht's los. Ja, und da ist sie auch schon. Ja, möchte euch gleich mal vorstellen, was ich hier an Add-ons habe. Aschran Buddy habe ich hier, Bartender 4, Model Weaver, dann Digi Killshot. Mit Soundbug oder Back, mein Englisch natürlich. Dann Phyllis Emote Button Leiste, die mir einige Sachen vorgibt, für Emotion zu drücken, als Button auch. Garrison Manager haben wir auch. Götterer, der auch recht nett ist. HHTD zeigt mir im PvP an und in der Welt und in Raids, also in RPG und Biggies sofort den Heiler der gegnerischen Partei und meiner Partei an. Handy Notes und Handy Notes Argus für die Schatzkisten und allen anderen Sachen, was man halt zusammen kann für Berufe. Hippo Alert ist, das sind diese Kristalle, die man finden kann für diesen lang vergessenen Hippogriff. Und Incognito ist ein Programm,
das auch im Chat, je nachdem wie man es einstellt, kann man hier auch seinen richtigen Namen zum Beispiel eintragen, zum Char-Namen, man weiß sofort dann, wer ist. Kui Enemy Colors ist speziell das Fenster, das ein bisschen anders ausschaut als das ursprüngliche WoW-Fenster, wenn man Personen anklickt oder anschaut. Wardrop, das ist wieder fürs Mocken. Da haben wir wieder einen Hippogriff. Minimap, Buttonframe, sammelt alle Icons für die installierten Addons. Model Weaver gehört auch irgendwo zusammen mit Wardrop. Dann habe ich hier Mogit ausgeschalten. Schalten wir gleich wieder ein. Dann haben wir Pawn. Pawn sagt an, wie gut die Rüstung ist. In Prozenten kann man auch ein bisschen speziell einstellen. Ist ganz einfach zum Downloaden und funktioniert sofort. Es zeigt die Prozentzahl des nächsten neuen Gegenstandes, also Rüstung. Battle.net Teams für Hostia-Kämpfe. Postial vereinfacht praktisch das Entleeren des Postfaches. PvP-Scan ist auch eine recht nette Sache. Man weiß, ob ein Horde in der Welt oder sonst wo in der Nähe ist. Man kann es auch verwenden dafür, dass man gleich in Fokus nimmt. Dann haben wir noch Recon, ist klar. Sexy Map, was die Bedienung und allem anderen auch ein bisschen schöner macht. Ja, Tip-Tac ist auch fürs Fenster gedacht, also man kann hier die Fenster versetzen, links, rechts, wo auch immer man es haben will. Titan Panel ist oben eine Leiste, die auch einiges zusammensammelt, gewisse Einstellungen anzeigen, wie viel Gold man hat mit den Twinks, ist auch dabei, zum Beispiel, oder die Prozentzahl, wie viel Schaden man hat. Total Rollenplay 3 ist auch recht nett, man kann hier auch es so eintragen, also Rollenplay bezogen natürlich, und man kann auch einen Nachnamen, also Familiennamen auch noch dazugeben, wenn man will, und ja, viele Informationen über die Figur oder über sich selbst, je nachdem was WoW wichtig ist einzusetzen. Handy Notes haben wir hier auch noch. Killer Blow und Aim Mode ist, nun ja, stirbt ein Gegner, ja, wird ausgespottet. In lieben und netten und auch ein bisschen im bösen Sinne. Ist leider nicht kontrollierbar, man kann es leider nicht extra einstellen. DBM sollte eigentlich auch jeder haben. Was ich, wie ich sehe, hier nicht habe, ist für PvP, um Gegner in Fokus zu nehmen und zu wissen, welche Gegner ich im Spiel habe. Das fehlt mir noch, das muss ich noch nachschauen. Ja, das sind meine wichtigsten Add-ons, und ja, jetzt werden wir mal reingehen. Schauen uns das einmal an. Ja, bei mir ist eine etwas längere Aufbauzeit. Ich weiß nicht, ob das jeder hat oder nur ich, keine Ahnung. Ja, und hier haben wir Titan Banner, die eben das alles anzeigt, die Taschen zum Beispiel, oder die XP-Sitzungen, nicht so wirklich wichtig. Wir sammeln ja nichts mehr in der Richtung. Dann, ja, hier sieht man die ganzen Twinks, was sie so an Gold besitzen. Hier haben wir eine Leiste noch. Jetzt habe ich es natürlich gleich einmal verstellt.
Aber das kann man ja gleich wieder rückgängig machen. Na, jetzt finde ich diesen Zusatz nicht. Das habe ich eigentlich jetzt nicht gewollt. Okay, lassen wir es mal dabei. Wie gesagt, die Anzeigen für die Ordenshallenberichte, also die unterwegs sind. Dann schauen wir mal, was ich da alles habe. Leerzeichen, Leertaste, jetzt am schnellsten. So, ja, da haben wir natürlich Ruf, das ist ganz wichtig. Ja, dann haben wir noch viele Kisten noch von Ashran. Hier haben wir nochmal Ruf. Nein, das war jetzt Artefakt gemacht. Hopsala. Der plaudert, da haben wir nochmal. Gut, so geht das weiter. Benötigt ihr etwas? Schicken wir die gleich mal los. Für die Schlacht? Das ist jetzt nicht, was ich unbedingt brauche. Das ist Zeit für die Schlacht. Denn ich schicke nämlich alles, was Ruf ist. Unsere Feinde sind näher als wir denken. Meiner Belinda, die wir zuvor gesehen haben. Da ich nicht mehr so wirklich die Zeit habe. Ich bin bereit zu kämpfen. Den Ruf auch noch komplett. Mit Questen zu machen. Ab und zu mache ich es natürlich. So. Jetzt schauen wir mal weiter. Brauchen wir da was? Jawohl. Ich diene einer größeren Macht. So, dann schauen wir später nochmal weiter. So, jetzt schauen wir mal, was wir erleben. Im PvP. Das kann ja noch der Tod werden. Hält mich nicht auf. Zuerst mal nach Dalaran. So, und jetzt schauen wir mal. Wir haben gesehen, dass sich da etwas abspielt. Nichts. Und wo sind die denn? Ich würde sagen hier. Ja, dann werden wir gleich mal rüber gehen. Seid gegrüßt. Viel Glück. So. Ja, ich hätte gleich schneller dorthin fliegen können, importen. Aber wir haben ja Zeit. Ein bisschen fliegen wird doch nichts ausmachen. Ja, als Add-on sehen wir auch hier eben oben rechts die kleine Map oder Kompass, wie auch immer. Das ist durch Sexy Map. Da kann man auch diese Muster verschieden einstellen. Dann haben wir oben unten hier diese Leiste mit Winken. THX ist halt Englisch, aber wird Deutsch ausgegeben. Die Emotes. Hier unten die Leiste in Rot. Es gibt, ich weiß es auch, mehrere Emotes, die man auch gerne verwendet, aber das Add-on gestaltet hat leider nur dieses Angebot. So, ein bisschen aufpushen, dass wir ein bisschen mehr Leben haben. Wer weiß, was auf uns zukommt. Wenn man hier in die Minimap reinschaut, sieht man auch diese roten, ist in Englisch flüchtiger Kristall, mit diesen
verschoben. Ja, geht ja gar nicht besser. Die flüchtigen Kristalle hier zum Sammeln. 5 Stück ohne zu sterben. Und dann sollte das funktionieren, dass man. Vogel bekommt, den ich zurzeit auch fliege, aber eben andere Farbe und selten halt, ne? Und schwer zu bekommen. Gut, was haben wir denn da? Aha, wir haben hier Todesritter und ein Hordi, wenn ich mich nicht irre. Ja, ist ein Hordi. So, mal schauen, ob er angreift. Ah, mehrere Hordis hier. Das kann heiter werden. Meist sind sie immer dann nötig, wenn sie mehr sind, aber wir Allianzer sind ja auch nicht anders. Ja, hier links haben wir, oberhalb des Chats, haben wir PvP-Scan. Ich weiß, wie ihr gerade seht, dass da hier immer die Namen und Fragezeichen. Fragezeichen deswegen, weil sie etwas weiter weg sind. Ja, das ist viel los jetzt. Ja, der Paladin schaut mich auch an. Das hilft, ist auch dieses Add-on, was ich habe. Man sieht Zielfunktion ich. Also you. Damit meint er. Wohl. Also es hat mich abgesehen hat oder einfach nur neugierig ist. Ja, es ist schwer hier zu farmen, wenn da so viele hier sind. Ja, den nächsten. Das macht das Add-on aus, was ich habe. Was ich vorhin auch aufgezählt habe. Da hilft mir eben total RP3. Das überschneidet sich ins Programm rein. Aber es funktioniert ja tadellos. Ja. Da etwas zu bekommen, wie so viele Leute. Werde ich mal die Türme besuchen. Dann schafft man das in nicht einmal 5 Minuten, wenn man schön sammelt. Ups, das ist nicht der Weg. Ishnu Allah. Ich frage, welche aktiv sind. Ah ja, haben wir schon. Müssen wir nach Brandenbach. Ich bin ganz Ohr. Viel Glück. Unnötig, den Tod suchen ist nicht in meinem Sinne. Das mag ich nur in Aschram. Ja, das ist sozusagen mein Tagesablauf, mehr oder weniger. Zuerst ganz wichtig, PvP. Eine Garnison in diesem Turm der Wächterinnen wäre ein Entscheid. Schaut ein bisschen leer aus hier.
gehen wir mal runter. Ein Spielverderber. Schon tot. Überfall! Wieder mal Leute verbinden, das war die Quest, was ich jetzt habe. Angeblich soll es da auch einen. Da auch einen Erfolg geben, wenn er alles hat. Sieg und ein Schlag gegen die Verlassenen. Die Rache reicht. Also muss ich ehrlich sagen, die Katka kann ich schon nicht mehr hören. Jeden Tag dasselbe, jeden Tag dasselbe. Achso. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Ja, ich habe auch ein schlechtes Gefühl. Und dann geht's nach... Lager. Was kann ich für euch tun? Haltet die Ohren steif, ja? Die ganzen Requisiten von Ashran aufgestapelt. Ich spreche deswegen immer von Ashran, da ich BGs zwar ab und zu gerne mal mache, aber ich muss sagen, Ashran macht mir irgendwo viel, viel mehr Spaß. Dieses gemeinsame Zusammenlaufen mit der Gruppe, das Miteinander und sich miteinander zu freuen, wenn was gelingt, das, wenn mal nichts gelingt. Aber muss sagen, es ist eine tolle Abwechslung gegenüber GPs.
denn BGs sind gerade mal, ja, Abwechslung und so eine Glückssache, dass die Gruppe funktioniert. Keiner reagiert richtig, immer geht irgendwas schief oder was falsch. Jeder kämpft für sich statt mit der Gruppe. Und viele sagen, ich spiele schon so lange WoW, ich bin Profi, ich kenne mich aus. Und dann sieht man natürlich die Leute herumrennen und IBG, wo man sich auf den Kopf greift. Mitzudenken ist Luxus, DPS unbedingt ganz wichtig. Und meistens gehen nämlich auch diese früher aus der Gruppe, die eigentlich wirklich gewinnen wollen. Zum Schluss auch, aber ich habe auch schon sehr oft beobachtet, dass viele rausgehen, die anderen beleidigen und schimpfen, aber selber eigentlich nicht das machen, was sie eigentlich machen sollten. Dann gibt es auch diese Dauerschreiber im BG, die lieber schreiben und diskutieren und diskriminieren und alles. Ja, aber selber auch nicht darauf schauen, dass es funkt. Also gibt auch die, die sich bemühen, Lieder spielen, aber wirklich daran verzweifeln, dass dann die Gruppe eigentlich gar nicht wirklich mitmacht. Ne? Also das ist wirklich traurig manchmal, dass es sowas gibt. Und darum sage ich mal, hallo. Abstand holen. Ja, und dann gibt es eben welche, die sich zwar gerne bemühen, aber auch daran verzweifeln, dass dann eigentlich nie was wirklich gemacht wird. Und das ist wirklich sehr, sehr selten gegeben, dass sich eine Gruppe zusammenstellt. Auch schaut, wo kann ich wirklich was machen, wo muss ich was machen. Leider, leider. Und in Ashran sage ich wieder mal, aha, hast man den tot gemacht, so eine Fläche. So, ja, in Ashran gibt es ein Miteinander, da muss man miteinander sein. Und schlussendlich auch die, die eigentlich die eigenen Superheroes sind und in Ashran alleine herumrennen, merken auch bald, dass es nur mit der Gruppe geht. Ah, ich bin zu spät. Hätte auch was sagen können, du. Na, dann warten wir mal eine Runde. Oh, ich könnte mir gleich mitmachen. Aua! Ich denke, ich kann mir ein bisschen Zeit lassen. So. Ja. Ist er da? Ist er nicht da? Ist er? Ist da? Jawohl, komm her. Rezeptivin. Ah, da ist auch noch einer. Warum?
wie man sieht, bin ich Klicker, aber ich bin ganz glücklich damit. Ich komme zurecht. Und ich habe natürlich auch Makros gemacht, die mir einiges andere zu drücken noch extra ersparen. Ja, hallo, keiner da? Ist da jemand? So, schauen wir mal. Ja, noch ein bisschen. Ja, schneller. Alles tut mir. Der Mann ist auch gut, holala. Malikos, das ist doch gar nicht mit unserem Server verknüpft, oder? So, was haben wir noch übrig? Na, das, da haben wir noch was. Nochmal 300 Sturmgepeitschte. Der Hochberg wird nicht fallen. Ja, wenn ihr irgendwo ein Thema gefunden habt, mir darüber zu plaudern, dann könnt ihr gerne mich mal anschreiben. Ich habe vor, eben nur im Bereich PvP auch Raids zu machen. Auch da bin ich mal dabei. Und zu zeigen, was machen andere, sozusagen. Was machen wir, was mache ich. Ja, würde mich freuen, wenn ihr euch mal meldet, mal Hallo sagt. Schreibt einfach mal im Chat rein. Ich habe die Chat jetzt leider nicht offen, ich sehe leider nichts, aber vielleicht sehe ich dann trotzdem noch eure Meinungen vielleicht zum RPG, BG oder PvP allgemein, was ihr davon haltet vielleicht. Was sagt ihr zu Ashran? Und angeblich soll ja in Zukunft 1000 Winter wieder überholt werden, beziehungsweise denke ich mal wieder spielbar sein im nächsten Page, im großen. Nächstes Abenteuer. Könnt auch erzählen, was ihr wisst darüber. Über das neue Page. Ich war ja leider nicht bei der BlizzCon. Vielleicht wisst ihr etwas darüber, was angeboten wurde, was gesagt wurde.
Videospiele wird das sicherlich interessant. Eine Garnison in diesem Turm der Wächterinnen wäre ein Entscheid. Naja, muss ich mal wieder warten. Ja, vielleicht schon etwas weiß. Ja, super. So Informationen weiterzugeben, bin ganz neugierig. Wenn wer darüber berichten möchte und was weiß, ist auch recht herzlich eingeladen bei mir im TS, bei uns Amazonen. Ah, da ist schon wieder. Ja, dürft ihr euch gerne melden, mir was über das Neueste vom Neuesten erzählen. Und dann lade ich euch gerne ungefähr von mir zu probieren. Ich spreche hier mit nicht nur eine Person an, sondern ich lade gerne jeden ein, der zu dem Thema dann was sagen will. Keine Meinung. Das muss ja die Helden. So schlecht sammeln. Da drüben steht auch was. Sieg und ein Schlag gegen die Verlassenen. Die Rache reitet. Gut, dann versuchen wir es jetzt mal da drüben. Wo ich aufgehört habe. Was mein erstes Ziel war. Die Murlocs.
Ja. Fleißig wie ich bin. 48 auf Stufe Prestige 13. Ich habe leider um einige Monate zu spät angefangen. Darum bin ich so weit hinten nach. Ich weiß, dass schon einige 21 erreicht haben, die vermutlich 6 Stunden lang PvP pro Tag spielen. Ist aber auch nicht meines. Wenn ich es bis zum Schluss des Page von Legion schaffe, bin ich auch schon glücklich. So, wir schauen uns noch das letzte PvP-Gebiet an. Und ja, dann werde ich halt Schluss machen. Nächstes Mal werde ich den Argus besuchen gehen und streamen. Mal schauen. Wer weiß, was man da alles erleben kann. Das weiß man nie. Kann sehr unterhaltsam werden dann, die heute dann ein bisschen gemein wird. Ich hoffe, dass jetzt weniger Spieler, also auch heute dort ist, denn auch ich möchte ja fertig werden. Hier geht es nicht um Angst, Respekt vor der Horde. Nein, geht's nur darum. Ich will fertig werden. Manten gesperrt. So, mein Buff geht noch. Das muss reichen. Nicht weniger geworden, auf keinen Fall. Überhand hat die Horde. Das ist nicht gut. Das überlebe ich nicht. Nicht jeder Horde ist friedlich. Mann, wie die heute farmen hier. Die andere Ecke. Ja, das wird aber auch nicht nutzen, glaube ich. Ah, da habe ich sogar ausgewichen. Ich auch natürlich. Wie spricht sich das herum? Ich nicht gefährlich bin. Das soll nichts heißen, ne? Wer harmlos ist, wer harmlos wirkt, wird meistens doch aufgerieben. Ich versuch's doch mit Frechheit. Das bringt Ehrenpunkte hier. Ah, ein Buff. Ist gut. Mal alles 15% mehr. Und die kleinen Dünnen. Yeah.
hier. Genug da. Prozent, ja, das kann dauern. Die müssen doch auch mal fertig werden, die Wallis. Schurke, zwei Schurken. Das ist halt. Zwei Schurken. Wow. Die kämpfen sich untereinander. Auch nicht schlecht. Wir haben die Schurken. Ich bin geehrt. Ja, ja, guckst du. Ich hab die Jugend, ne? Ja, mich nachher zu töten, oder nicht? Naja.
habe ich mir deswegen nochmal gebufft, damit es der andere nicht bekommt. Ja, nimmst du? Okay. Wünsche frei. Ja, jetzt wird ein bisschen mehr, ja. Jetzt ist es relativ ruhig, noch kein Angriff. Es kommt wirklich darauf an, welche Spieler gerade in der Nähe sind. Das stehen lassen. Und die das regelmäßig flicken, kommt dann auch schöne Sonne zusammen. Thank you.
Cool, ich habe zwar zwischendurch abgegeben. Aber ich habe immerhin schon hier nicht angezeigt wurde. Nein. Versteckt. Jo. Jeder versucht. Sucht ist halt. Ich sammeln lassen möchte. Ein Vorteil für mich. Zack. Die kleinen Wüste kommen fest zusammen. Ja, solange kein Respawn mehr ist. Das ist auch natürlich sehr mühsam. Ha, das ist gut. Yeah. Möchte gern mein Abschluss werden. Na ja, na gut, gut. Okay. Die Stärkung geht natürlich alles. Er hat mich nicht alleine getötet. Was
schaue ich mir an. Na, da bin ich letzter. Oh, da hat eine Prestige 16. Wow. Hexenmeister ist nicht blöd. Mist, zu kurz. Ich nur la. 49. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ja, jetzt noch einen Bord nach Dalaran. Ich habe alle PvP-Gebiete durch. Ich danke euch fürs Zuschauen. Meldet euch mal und wir könnten gerne mal über dieses und jenes im Bereich PvP gerne diskutieren. Vielleicht bestellt sich dadurch auch eine RPG-Gruppe, wo wir dann öfters im Twitch-TV miteinander was machen könnten. Das wäre mein Angebot, meine Idee. Alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Gary. Danke.